dahin. Dahin, dahin. Gut, hier brauchen wir keine Türme, weil Wasser. Hier hätte ich gern Gate. War hier unten auch so eine starke Lücke? Nee, hier haben wir schon eine schöne Abdeckung. Habt ihr auch alle Ärmchen? Oh, okay, von wegen Abdeckung. Sind nur die Ärmchen da. Need more working radars. Das heißt, jetzt schießt ein Teil davon nicht, oder wie funktioniert das genau? Setz mal da rein hin und bau mehr. Flupp, 5 Stück. Ich hatte gesagt, alle 3 Felder oder so, ne? Ja, mal gucken. Mach erstmal alle 3 und dann schauen wir weiter. 1, 2, 1, 2. 1, 2. In der Ecke hatten wir ja schon 1. Jo. Geht sich nicht auf, aber was soll's. 1, 2, 3. Wieder unnötige Türme. Weil Wasser und die wahrscheinlich von oben kommen werden. Aber genau solche unnötigen Türme werden uns später das Leben retten. Da bin ich mir relativ sicher, weil wir fliegende Einheiten haben werden. Wenn ich es richtig verstanden habe. Also entweder das oder das ist noch eins von meinen Artefakten, das übrig geblieben ist aus Dytek. Da wurde das ja auch irgendwie 3 Riesenpatche lang verfolgt und es kam nie. Also sie hatten das versprochen gehabt, dass es fliegende Einheiten geben wird, um das Ganze noch viel schwieriger zu machen, aber da hat er leider nichts gemacht. Wobei er zugegebenermaßen ja sehr viel Content eingefügt hat, aber halt nicht das, was dahingehend interessant wäre. Also gegnertechnisch, da kommt eine große Welle an. Schick. Schön viel DNA für uns. Was mich daran erinnert, noch mehr rote Tränke herzustellen. Braucht eine Straße runter zu den Ziegelproduzenten. Element. Wo sind Ziegelproduzenten? Da, die haben keine Kohle mehr. Krummelrumpf, du. Holz. So. Her, her. Ein Schmelzofen wurde noch zerstört. Hier irgendwo, den wollten wir noch ersetzen. Dafür hatten wir dich gebaut. Und ich glaube, beim Kupfer bei der Lavalampe wollten wir auch noch. Beim Kupfer bei der Lavalampe wollten wir auch noch einen Schmelzofen extra hinstellen, also einen elektrischen. Damit wir genug Draht herstellen für die roten Chips. So, jetzt erstmal aber hier. So. Okay. Gib mir Zahnräder für Dinge. Gut. Ich wollte zum abgestürzten Raumschiff in die roten Tränke abzuliefern. Und ich wollte beim Kupferfeld das machen. Richtig. Aber das Kupferfeld war nicht hier, sondern woanders. Das war. Da war Lavalampe unten. Ach, die paar kleinen Umwege. Das passt schon. So, du kriegst rote Tränke da. Wie viel wäre das nächste hiervon? 50. Gut, können wir also machen. Also ein oder zweimal die Origins weiter. Hier, richtig. Rotchips kommen, das heißt ab und an kommt Kupfer durch, das ist schön. Allerdings immer noch nicht genug. Bau, Schmelze. Da. Mit Ärmchen da. Und ich denke, selbst 3 werden nicht reichen. Also brauche ich noch einen Drill. Da. Setz dich mal. Ja, ist kein Platz. Ich sehe es hier. Was? VZ nicht abwerfen? Da. So. Drill. Da, damit das hier alles wegfällt. Direkt in die Schmelze. Von der Schmelze. Ärmchen. Von der Schmelze auf das Fließband, das denn hier rauf geht. So. Abermals Kupferproduktion verdoppelt.
Ich hoffe mal, jetzt reicht es langsam. Und schaut gut aus. Da rutschen jetzt schon welche durch. Obwohl der Schwung von hier noch gar nicht kam. Das sollte also hinhauen. Und hier ist es ein einziger Drill, der Eisen herstellt. Das ist echt krass. Wobei Eisen auch nicht hochkommt. Ah, okay. Und ich muss sogar noch Eisen klauen, damit ich mehr Eisen machen kann. Das ist auch nicht so schön. Da, ich hätte noch gerne einen Drill. Und wieder ziehen sie Stone Bricks. Du mach Drill. Das muss auf die rechte Seite hier hinten irgendwo hin. Ja, okay. Ich hole kurz Stone Bricks. Also Stone Bricks holen, mit den Stone Bricks elektronische Schmelzöfen bauen, Schmelzöfen dahin setzen. Dann eine Anbindung an das Fließband von rechts. Damit wir... Hier müssen wir noch. Damit wir ebenfalls Eisen verdoppeln, damit das hier mit der Lavalampe weiterläuft. So, Essen, Trinken, Luft ist voll gut. Element, Element, Bau, Schmelzöfen mal 2 Stück. Und die roten Chips müsste ich eigentlich gar nicht selber herstellen. Die sollten eigentlich oben ja schon in der Kiste liegen. Unten hier schon in der Kiste liegen. Wow, her damit. Abbrechen, abbrechen, neu bauen, neu bauen. Schön. Was? Nein, nicht auf dem... Hier hast du eine Wasserpumpe. Ich wollte sie eigentlich als Gegenstand auf den Boden schmeißen. So. Wo war die andere jetzt? Aufgenommen. Sehr gut. So, du. Dahin. Ich hoffe, wir mehr Fließbänder brauchen, oder? Dahin. Falsche Richtung. Ja, werden wir brauchen. Bau. Wollte eigentlich keine roten bauen. Was fehlt? Eisen fehlt. Bauen mehr davon. Okay. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Erst das Eisen wird hier weggenommen. Das Ding läuft nicht mehr durchgehend. Ja. Und sind auch keine blauen Fabriken. Also hier ging noch einiges, was wir beschleunigen könnten. Aber da fehlt halt das Eisen. Und ich denke, das kleine Eisenfeld wird auch nicht mehr so lange halten. Nee. Aber dafür haben wir später noch das Feld da und das große Feld da und die große Geschichte hier. Das passt schon irgendwie. Okay. Angriff oben links und Angriff Mitte oben. Sniper. Irgendwo wurde irgendwas zerstört. Da. Das war sehr knapp. Und ein Boiler wurde vernichtet und eine Pumpe. Genau die Pumpe, die ich ihm gerade noch weggeschmissen habe, oder? Was? Wo meckerst du jetzt? Das war nur so ein Nachmeckern, okay? Ja, war's. Gut, du bau einen Boiler. Eine Wasserpumpe. Wasserpumpe für hier. Boiler für da. Und der muss hier irgendwo rausgekommen sein. Genau da, wo ich nicht planieren kann. Sehr ärgerlich sowas. Sehr ärgerlich. So. Was noch, was noch, was noch, was noch? Die grüne Chip-Produktion, die Ärmchen und was weiß ich. Das kann hier alles jetzt weg, richtig? Nee, kannst nicht, weil wir keine grünen Tränke bisher automatisiert haben. Oben links. Warum stellst du keine her? Weil keine Fließbänder kommen. Es kommen keine Fließbänder, weil keine Zahnräder kommen. Es kommen keine Zahnräder, weil die Zahnräder da reingelegt werden. Ist zwar schön für den lieben Ingenieur hier, aber nicht schön für das Ding hier hinten. Da, nimm. Gott. Schnapp dir da unten noch ein bisschen Eisen und schon ist das Inventar wieder voll. Hier waren auch mal mehr, oder? Da. So. Die hatten wir ersetzt. Jo. Sehr viel kleine Friemelarbeit. Aber ich denke, das ist wichtig, dass alles einigermaßen reibungslos läuft. Auch wenn ich die Hälfte bestimmt wieder übersehen habe. Aber dafür seid ihr da. Und ich werde in den nächsten Folgen was machen? Oh, noch mehr Lücken füllen. Oder nochmal eine Basis angreifen.
Da ich es noch nicht wirklich viel gespielt habe, kann ich nicht beurteilen, wie wichtig es ist, jetzt in diesem Stadium möglichst schnell Alien-Artefakte zu farmen. Nicht, dass es später wieder so kommt, dass man gar nicht dazu kommt, Alien-Artefakte zu bekommen, weil die Gegner zu stark sind. Das hatten wir ja bei Ditech, bei der einen Version. Dass wir Alien-Artefakte brauchten, um bessere Rüstung zu machen, um überhaupt stark genug zu sein, um neue Alien-Artefakte zu bekommen. Das wäre ja nicht so schön. Ja. Weil wenn wir zu jeder Phase des Spiels es schaffen würden, eine Basis zu zerstören, um an Artefakte ranzukommen, dann könnte ich mich auch mehr einbunkern und... Oh. Wo ist da das Problem? Ah, Fließband ist kaputt. Dann könnte ich mich auch mehr einbunkern und erstmal die Lavalampen zu Ende machen. Und die Forschungslabore auf 10 erhöhen und. Ich denke, das wäre wesentlich sinnvoller, als jetzt einfach loszuziehen mit dem Flammenwerfer noch eine Basis zu grillen. Ja, ich denke, ich bastel mal hier ein bisschen rum. Also, ihr wart für grüne Tränke. Das heißt, ich mache hier einfach mal jetzt ein Fließband, das so abknickt. Und hier jetzt zwei Fabriken versorgt mit den beiden Dingen. So und so. Ihr macht jetzt nur grüne Tränke. Shift rechts, Shift links. Rein. Raus. So, mehr davon. Gut. Also, grüne Tränke kommen schon. Die könnten wir jetzt theoretisch irgendwo bis nach ganz hinten liefern lassen, wo dann die Forschungsdinger sind. Also meinetwegen hier irgendwo. So, so, so. Die Dinger können auch später alle weg. So. Okay. Fehlen aber noch die roten. Das heißt, wir müssten von der Seite eben rote bauen. Nee. Irgendwo hier unten rote bauen, die dann einfach ranbappen von der Seite. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Bau 33 Labore. Bau 10 Labore. Für die roten Tränke brauchten wir noch Kupfer und Eisenzahnräder. Ja. Ich könnte. Ja, das ginge. Mach mehr Fließbänder. So, ich entführe hier ein paar Eisenzahnräder. Die gar nicht hergestellt werden, weil gar kein Eisen ankommt. Alles Eisen geht weg. Okay, vielleicht sollte ich doch diese Kiste hier überdenken. Weil ich habe jetzt schon genug grüne Chips. Das müsste nur das Inventar zu. Momentan noch. Ich weiß, später gehen die weg wie Süßigkeiten. Aber momentan, ne? Okay, ich wollte Kohle, Sulfur und dann Batterien machen. Aber ich habe ganz das Ding hier vergessen. Das sollte ich möglichst schneller forschen und es kostet auch nicht viel. Also go. Das heißt, dadurch, dass jetzt die Grünen sich stauen, werden irgendwann keine Grünen mehr hergestellt, dann läuft mehr Eisen durch und mit dem Eisen werden die Sachen hier oben hergestellt. Klingt soweit so gut. Das heißt, genau hier, wir brauchen einen Hochgang für Fließbänder da. Kommst also hier hoch, machst hier irgendwo die roten Tränke. Das heißt, wir müssten ebenfalls noch Kupfer von da unten haben. Dafür müsste die Kiste da weg. Meinetwegen erstmal dahin. Und du gehst hier schon nach oben. Ich hoffe, das klappt so. Ja. Das ist okay. Das heißt, wir nehmen uns mit einem langen Ärmchen. Da. Dim. Einmal da das Kupfer. So. Ja. So. Noch ein. Da und da. Du machst bitte rote Tränke.
rechts und links. Fehlen nur noch die Eisenzahnräder. Die Eisenzahnräder sollten ja hier kommen. Werden gerade noch nicht gemacht, weil kein Eisen ankommt. Aber jetzt stauen sich die ersten grünen Chips hier. Sobald sich das hier bis dahin gestaut hat, sollte es kein Problem mehr sein. Habe ich erwähnt, dass ich gerne Speed-Nudeln hätte. Und dann könnte Strom ein Problem werden. Oh, das wird jetzt schon fast ein Problem. Okay. Das heißt, wir bräuchten noch einen Stromblock irgendwo. Ah. Ah. Oder Außenposten nur für Solaranlagen. So einen riesigen Block, so groß wie der hier, einfach komplett mit MK0 Solaranlagen voll. Und dann durch Überlandleitung an diese Basis anschließen. Mal gucken, zu was für Mitteln wir noch alles greifen müssen, um in diesem Modpack bestehen zu können. Weil es halt echt schade ist, dass die ganzen höheren Stufen, also die ganzen Ditech und Bob-Stufen, die man so kennt, mit MK 16.000, nicht mehr da sind. Schnief. Aber das kriegen wir schon hin. Bis gleich.